So, wollen wir jetzt eine Folge machen von Zeig mir eure Rigs? Ich denke, wir können reingehen. Was haben wir denn hier? Wir fangen mit Erdbeerweed an, oder? Ja. 27.11. war die letzte Folge. Puh, das ist aber lange her. Erdbeerweed. Ich zeige euch mal mein kleines Array-Setup. Ist der zugeteilten Ecke von meiner Frau. In der zugeteilten Ecke von meiner Frau. Das ist auch geil. So, pass auf. Ich habe dir hier unten mal so mit Kreppband habe ich dir das hier abgeklebt, mein Freund. Und nur in dieser Ecke. Und gnade dir Gott, auch nur 1 Zentimeter oben drüber. In dieser Ecke. Mehr nicht. Dass wir uns verstanden haben. Was haben wir denn? i9 haben wir drin. 32 GB Arbeitsspeicher. NVMe's haben wir mit drin. 4090. Tastatur, Rig ist Eigenbau am Schreibtisch. VHS, Mosa. Okay, Cube Controls und Pro Switch Panel. Oh, das Pro Switch Panel bin ich ein bisschen neidisch drauf. Das finde ich schon sehr geil. Was haben wir denn hier? Wie sieht das aus? Okay, Triple Screen sieht schön ausgerichtet aus. Mit Bezel Free Kit. Alright, alright. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ui, das sieht wirklich gut aus. Ui. Schick, schick. Was haben wir denn hier? Die Ecke ist ja wirklich. Ach, das steht sogar am Schreibtisch, im Schreibtisch drin dran. Ey, du siehst aber auch. Man muss das ganz ehrlich sagen, ne? Wenn wir uns jetzt über die ganzen Episoden das angucken, du siehst auf jeden Fall, dass eine Frau im Haus ist. Seid mal ganz ehrlich zu euch selber gerade, man sieht, dass hier eine Frau im Haus ist. Weil ich glaube, kein Typ der Welt würde sich so eine Lampe und solche Bilder oben drüber hängen. Und dann mit Blumen und Vorhänge und so. Seid mal ehrlich. Also an alle Single Boys da draußen gerade, so würde das bei uns doch nie aussehen, oder? Oder? Nee. Vor allen Dingen ist das richtig schick integriert. Das sieht super toll aus. Das ist ganz hübsch geworden. Was haben wir denn hier? Oh, du, mit Vakü und allem Pipapo. Schick, schick, schick. Ui, was haben wir denn hier? Ist das VHS? Ja, das ist VHS, ne? Ja. Oh, sogar mit eigene, sind die gedruckt? Aber hier könnte man, oh, das passt aber auch gerade so in den Schreibtisch da rein, ne? Krass. Aber sieht schick aus. Also ist wirklich super gemacht. Tolles Rig, Erdbeerweed. Was haben wir denn hier? Sebeto, ne? Ja, Sebeto haben wir. Oh, Sebeto hat auf jeden Fall, der macht schöne Fotos. Hallo Rick, ich möchte mir ein paar Bilder zeigen. Hardfacts, Rick von Taylor Red, Samsung Ultrawide und Fanatec Wheelbase. Na dann zeig mal her. Oh, die Bilder sind wirklich schön geworden. Ist in der Dachschräge, ne? Ey, wir wohnen, ist das schon mal aufgefallen, dass super viele Gamer unterm Dach wohnen? Und dann im Sommer regen wir uns mal auf, dass es zu kalt ist, zu warm ist? Schönes Rick. Wow, das sieht richtig hübsch aus. Das ist auch ein sehr schönes Dash. Schöne Buttonbox. Ist die selber gemacht? Ich muss mich auch mal ansetzen und eine machen. Wenn die Zeit mal da wäre. Was haben wir denn noch? Das sieht wirklich schnieke aus. Guck mal, das passt sogar original, passt das darauf. Richtig schick. Da hat sich wirklich jemand sehr viel Mühe gegeben. Ach, guck mal hier sogar mit dem Schreibtisch daneben. Das wird alles über einen Rechner befeuert, so wie es aussieht. Ne? Ja. Das ist eine sehr schöne Lösung. Auch mit Kamera, GoXLR, da streamt wohl jemand noch zwischendurch ein bisschen. Schreibtisch auch. Schön aufgeräumt. Das ist auch ein schönes Rig Sebeto. Was haben wir denn? Ghost Rider. Samsung 49 Zoll 3600, 3070. Mosa R9. Simlab GT1 Evo. Pedale sind von Venom. Okay. Oh, das ist auch interessant. Jemand, der seine Pedale so schräg nach unten zu sich gemacht hat. Oh, hier fährt aber jemand mit Swag, mit Nike-Schuhe. Was ist denn das für ein Wheel? Ist das, das ist auch ein Moser-Wheel, oder? Ist das ein Moser-Wheel? Ja. Ja, ist, ja. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Fanatec-Wheel. Okay. Kannte ich gar nicht so jetzt vom ersten Gucken. Okay, Venom-Pedale sehen sehr klein aus. Hm? Aber auch schick. Oh, eine Heizung, da hast du wenigstens mal warme Füße, du. Hier hinten ist noch eine Vitrine, ne? Ja. Da sind noch ein paar Sachen drin. Schick, sieht auch sehr aufgeräumt und ordentlich aus. Schönes Rig Ghost Rider. Wow. Oh. Das sieht sehr aufgeräumt aus. Wow. Vor allen Dingen das hinten, ich weiß nicht, ob das Tapete ist oder. Das sieht aber richtig schick aus hier in dem. Das ist so dieses Dunkellicht wieder, ne? Dieses Abendlicht. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Schwarzlicht. Oh, das sieht aber wirklich sehr schön aufgeräumt aus. Oh, wie zieht mit dem Platz. Oh, das ist wirklich super. Oh, hier sogar mit Bodenablage und alles drin. Wow.
Davon träume ich auch immer noch, ne? Aber dafür baue ich zu viel am Rig rum. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ich glaube, hier fährt jemand Nesca, würde ich fast mal behaupten, oder? Oh, vor allen Dingen passt das bei dir mit dem Dashboard auch super. Warte mal, wer war denn das? Mojo. Mojo, auch ein sehr schönes Rig. Das sieht ganz, ganz toll aus. Richtig schön aufgeräumt und alles. Vor allen Dingen finde ich auch die Stimmung auf dem Bild so geil. Scud. Ey! Das ist mein altes Rig übrigens, Chat. Das ist mein altes Rig hier. Das war mal meins. Das habe ich Scud geschenkt. Das habe ich Scud damals geschenkt, das Ding. Oh, guck mal hier. Er hat sich gar keine Sitzschiene rangemacht, sondern das mit Winkel gemacht. Schön. Oh, das hat aber auch ganz schön ausgedünnt, das Ganze hier. Aber das scheint zu funktionieren. Als ich mal, jetzt nehme ich mein altes Thrustmaster, hat er auch abgegeben. Und jetzt hat er sich eine Moser R5 gekauft. Was ist denn das? Ist das ACC oder ist das AC? Schön, Scott. Schön zu sehen, dass mein altes Rig noch in Benutzung ist. Ist doch prima. Oh. Du, aber wie bei mir, ne? Keine Deckel drauf. Aber gut, Deckel habe ich ihm auch nicht geschenkt. Deckel habe ich ihm nicht mitgegeben. Warte mal, Mind the Gap, was hat er denn geschrieben? YouTube, ich möchte dir auch mein Setup vorstellen. Ist noch nicht ganz fertig. Okay. Okay. Sehr viele Dinge dran. Hier ist noch ein Hocker daneben. Oh, ich weiß nicht, irgendwie so von diesem Hocker-Ding komme ich, komme bei dem Hocker-Ding einfach, da komme ich nicht mehr ran. Zwei Stream Decks noch. Hier ist, was ist denn hier alles dran? Was ist denn das für ein Mischer da dran? Also, aha, was ist denn das hier? Ich kann die Marke leider nicht lesen. Das sieht ja auch interessant aus, der Mischer. Den kenne ich gar nicht. Tascam ist das. Aha, ich gar nicht. Was ist das hier? Häusingwelt Ultimate, ne? Ja, müsste Häusingwelt Ultimate sein? Okay. Oh, das ist aber auch schnieke geworden, du. Das sieht richtig schick aus. Ja, doch. Schön aufgeräumt alles. Hier ist aber viel, viel Stuff dran. Ne? Aber trotzdem alles schicke, alles schnieke. Oh, schön noch neben dem Sofa. Wird das alles von dem Laptop betrieben hier? Nee, darunter steht noch ein Rechner. Krass. Schön. Das sieht wirklich auch ganz, ganz toll aus, Mind the Gap. Ja, das ist auch ein richtig schnickes Rig. Hawaii, Monaco. Okay. Das ist doch ein Miniaturhelm, ne? Ja. Oder hängen die Lenkräder sogar an der Wand? Das ist auch ein schönes Zimmer, beziehungsweise schönes Rig und ein Platz. Was haben wir denn hier? Dampfhenne. Endlich ein kleines Rig. OP Light GTR S8 Infinity. Naja, du? Warum denn nicht? Das ist auch auf Rollen, ne? Jo. Du, wenn das zu Hause so passt und man sich das da hinpfeffern kann? Die Kabel, Alter. Einfach hingefeuert, Junge. Bam! Geht schon. Du, aber bei den Rollen bin ich mir immer nicht so sicher, ob die das abkönnen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das bin ich mir echt nicht sicher, ob die Rollen da nicht, also auch wenn die Bremsen haben. Oh, Steckdosen waren eng auf der Seite, so wie es aussieht. Aber ich denke mal, das ist hier auch noch Work in Progress, wa? So wie das aussieht. Aber Dampfhenne, willkommen in der Community und viel Spaß beim Fahren.